Ich begrüße euch zum Rezept der Woche hier im Schauraum in Stockerau. Heute am 16.08., heute an einem ganz besonderen Tag mit einem Rezept von Anita Höferer aus Villach. Heute begehen wir den Todestag des King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, einen Mann bei mir in der Küche begrüßen zu dürfen, mit dem man so wunderbar wie mit keinem anderen über Elvis plaudern kann. Dennis Jail. Hi. Servus, Dennis. Freue mich, dass du da bist. Bevor wir über deine Beziehung zu Elvis sprechen, isst du Fleisch? Wenig in der Zwischenzeit und wenn, dann kein rotes. Na, da haben wir dich ja genau zum richtigen Rezept eingeladen. Okay. Ja, hilft aber nichts, wir müssen das trotzdem machen. Okay. Und wir werden das bestens umsetzen. Wir haben ein bisschen Salat, Karotten, Paradeiser, Zwiebel, natürlich Toastbrot, das ich gleich mal in der Pfanne ein bisschen bräunen werde. Habe ich für dich natürlich auch eine Aufgabe, okay, nämlich die Dips oder Soßen zu mischen. Ich habe die da schon aufgestellt. Okay. Sauerrahm gemischt mit, hier in dem Fall ist Senf und ein bisschen... Ja. Ich weiß es auch nicht. Paradeismark. Zwei Unwissende. Paradeismark. Okay. Dann ist hier Curry mit Koriander und das ist Kurkuma mit Schnittlauch. Du rührst die Soßen das einfach, darf ich einfach an. Mit dem. Mit dem, genau. Okay. Aber jetzt musst du mir mal erzählen, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Bist du von Grund auf ein musikalischer Junge gewesen? Hat die Mama gesagt, spiel Klavier, lern Gitarre? Ich wollte eigentlich einmal Koch werden, das kleine Buch. Ah, tatsächlich? Ja, wirklich, kann ich mir. Ich wollte Koch werden, wir haben im tiefsten Waldviertel gewohnt und dann kam der berühmte 16. August, wo die meisten auch irgendwie wissen, wo sie waren, dass Elvis gestorben ist. Und eine wahre Geschichte, ich ging in die Küche, meine Mama hat gekocht, ich weiß nicht mehr was, also... Irgendwas, was Waldviertlerisches, und hat aber dabei wirklich geschluchzt und geweint. Und die war damals 10. Hab gefragt, Mama, was ist los? Natürlich, es war ein Schock, wenn die Mama so weint. Die hat wirklich geheult. Und Mama sagte, Elvis ist tot, Elvis ist gestorben. Und ich habe zu ihr gesagt, wer ist Elvis? Und für mich, vom Gefühl her, war das sowas wie ein Familienmitglied oder so, sonst hätte es ja nicht diese Reaktion ausgelöst. Und die Mama hat mir dann sozusagen diese LPs, der hat eine Doppel-LP von Arcade gezeigt und ich habe mir gedacht, komisch, der Typ ist ja ganz jung und schaut gut aus und haben wir das angehört. Der singt aber wirklich schön und sozusagen das war der Beginn, mich für Musik zu interessieren. Hast du dann gleich begonnen, Gitarre zu lernen? Na, zuerst habe ich mir aufgehört zu kochen. Ja. Und Gitarre, war, das ist eine andere Geschichte, mein Stiefvater war Arzt und der machte den Turnus in dem Krankenhaus am Stetten. Mhm. Und wir sind dort hingezogen über den Sommer und ich hatte nichts zu tun und kannte niemanden. Und er hat oben auf den Kasteln im Wohnzimmer eine Gitarre versteckt gehabt. Ganz absichtlich, weil er schauen wollte, welches von den Kindern greift danach. Und das war ich. Kann ich schon rühren? Ja, ja, darfst du rühren. Ja. Wir sind ja Multitasking. Okay. Wir können ja plaudern und in der Zwischenzeit auch reden. Also während du rührst, das war dein Einstieg zum King of Rock'n'Roll und dann hat sich natürlich eine wirklich tolle Karriere entwickelt, die immer untrennbar mit Elvis bei dir verbunden ist, habe ich das Gefühl. Na, eigentlich nicht so sehr. Also, zumindest in meinen Ohren, ja? Ja, ja. Also ich habe das mit dem Elvis, das war eigentlich die Idee meines Gitarristen, der hat gesagt, okay, was machen wir jetzt für ein Programm? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe gesagt, machen wir Schlager oder machen wir Soul oder machen wir Rock'n'Roll. Und ich sagte, machen wir Rock'n'Roll. Ich habe gesagt, gut, gute Idee, dann nennen wir das Ganze Memories of Elvis, weil das ist der berühmteste Mensch mit Rock'n'Roll. Okay. Sozusagen, dann war ich wieder bei Elvis. Und dann kam vor, das ist jetzt 20 Jahre her, ein Regisseur von der Josefstadt, der Hans-Peter Horn, auf mich zu und hat gesagt, du spielst in der Josefstadt den Elvis. Und ich habe gesagt, nein. Ich sag, doch, wir haben ein lustiges Stück von einem gewissen Steve Martin, das heißt Picasso Lapin Achille und du spielst den Elvis. Und ich habe gesagt, nein. Und der dachte, das ist ein strategisches Nein, aber ich habe wirklich aus tiefster Überzeugung gesagt, ich will eigentlich nicht den Elvis spielen, so mit ganzer Montur und Verkleidung und so. Und die sind dann irgendwie immer mit der Gage weiter raufgegangen. Dann konntest du irgendwann. Bis ich irgendwann einmal gesagt habe, okay, das ist eigentlich... ja, und es war wirklich ein Glück, dass ich es gemacht habe, weil es war jetzt kein dummes Stück, sondern es war ein Stück von Steve Martin mit einer tollen Besetzung. Die Christa Stadl hat mitgespielt, der leider verstorbene Joachim Kemmer, der Alexander Lutz etc. Und ich hatte sozusagen die
die große Ehre, mit diesen tollen Schauspielerkollegen da zu arbeiten, die mir unglaublich viel gelernt haben über Staging und Musik machen ohne Musikinstrumente. Wie kam es denn dann bitte dazu, dass du mit den Original-Elvis-Musikern auftreten konntest und das eigentlich fast schon deine Hausband geworden ist? Das hat auch ein bisschen. Hausband ist gut. Ja? Das hat. Ich koste mal, ja? So, das was hat, du da so gerührt hast. Rühren ist leicht. Hm, müssen wir noch Salz und Pfeffer würzen. Ein bisschen. Okay. Ah, ich rühre noch weiter. Okay. Hat irgendwie auch was mit Essen zu tun? Dass ich zu denen sozusagen den näheren Kontakt dann irgendwie bekam. Wir haben eine große Show gespielt vor vielen, vielen Jahren. Da war ich halt auch engagiert als einer der Sänger. Es gab damals mehrere. Und es war dann so, dass der Veranstalter am Abend nicht mehr da war. Mhm. Der war einfach weg. Der wollte sich ganz offensichtlich das Geld für das Abendessen sparen. Ja. Und ich bin dann mit allen Abendessen gegangen und habe alle eingeladen. Es war echt nett, weil damals war noch der berühmte Schlagzeuger aus den 50ern, der DJ Fontana, dabei. Und Joe Esposito, der leider auch schon gestorben ist, der engste Verbündete von Elvis, war dabei. Und wir sind damals essen gegangen und wir haben halt dann irgendwie so gemütlich einen Abend verbracht und am nächsten Tag noch einmal. Und haben über Musik gesprochen, über Management. Und sie haben halt erzählt, dass sie kein gemeinsames Management haben, dass jeder eigentlich in den letzten 20 Jahren sein Ding macht. Mhm. Und der Jerry Sheff war damals dann 10 Jahre lang oder so der Bassist von einem gewissen Bob Dylan. Glenn Hardin hat für Emmylou Harris gespielt. James Burton war überall gebucht. Ronnie Tutt war der Schlagzeuger von Neil Diamond. Also jeder hat seine eigene Karriere gemacht. Und die haben sie dann sozusagen 20, 25 Jahre später wieder mal alle getroffen und wir sind eigentlich die Band von Elvis. Wenn Salz und Pfeffer fehlt, bedient ich kann das schwer beurteilen. Salz und Pfeffer. Weil? Weil ich sowas eigentlich selten esse. Okay. Ja. So, die Paradeiser werden da jetzt kurz glasig geschwitzt. Bist du am ja, bis auf weißes Fleisch, eher am Gemüsetrip. Ja, meine Frau sagt, nachdem ich gerade Vater geworden bin, ich muss noch länger durchhalten und verpasst mir jetzt sozusagen nur Rohkost und Huhn. Ja, schau, ja. Wir haben zumindest da schon ein paar Fisolen. Versteckt den ganzen Sack Schokolade von mir. Und ein bisschen könnte man natürlich auch mit Huhn machen, ne? Ja. Ja, diese Toast sagt ja die Sage, hat Elvis ja mit Peanut Butter, Bananen und Honig gegessen, in vielfacher Ausführung. Also für den super Das hat aber auch zu einer veritablen Gewichtszunahme bei ihm geführt. Ja, es war, glaube ich, eine Kombination bei ihm von vielen, von halt zu vielen Medikamenten. Allem, was Rock'n'Roll so mit sich bringt. Ja, aber weißt du, wirklich Rock'n'Roll ist das nett gewesen. Der ist dramatisch. Der Mann hat eigentlich kein schönes Leben gehabt. Wenn wir auf Tour sind, wir sind auch immer so einen Monat durchgehend auf Tour, da muss man wirklich gesund leben. Da geht man nach dem Konzert an die Bar zwar, aber da trinkt man Mineralwasser oder zwei und geht dann schlafen, damit man den nächsten Tag wieder schafft. Was bedeutet für dich die Musik von Elvis? Wie hast du das in den Jahren deiner langen Karriere empfunden? Ja, das ist die Musik, die die Welt nachhaltig beeinflusst hat und noch immer beeinflusst. Und das hat niemand zustande gebracht, außer der Elvis, mit so einer Kraft und Nachhaltigkeit. Und das ist nicht nur Musik, sondern auch das ganze Lebensgefühl, das er damit vermittelt hat. Und bei ihm ist noch diese Karriere so als junger, absoluter Super-Rebell bei Jailhouse Rock, war ja wie eine super heavy Metal-Nummer damals. Und dann diese Militärphase, wo er dann sozusagen zum Liebkind der Massen wurde, weil er US Army gemacht hat und wirklich das durchgezogen hat. Und dann diese Filmkarriere, die wieder im Gegensatz zu den Rocking 50s war, das dann wieder übergegangen ist in eine Karriere in die 70er, die wieder überhaupt nichts mit allen Vorangegangenen zu tun hat. Also diese unglaubliche Breite von Elvis, also darum können sich so viele mit ihm identifizieren. Man findet immer was. Ja. Wie bist du dirigier mit dem, wie sagt man, Sprudel?
Quirl, ja, Sprudel. Ja. Du kannst jetzt die einzelnen in die drei kleinen Dinge einfüllen. Okay. Und wir müssen natürlich noch über dein neuestes Projekt reden. Also sprich, du hast ja nicht nur, machst ja nicht nur Elvis, sondern ja auch deine eigenen Nummern. Ja. Neue Nummer gerade am Start, die hören wir uns jetzt an. Gute Idee. Heißt? Never Let You Go und ich habe sie selbst komponiert. Baby, can't you feel my love? Baby, don't you see my tears? And I never let you go, go away, no, no. Baby, won't you stay with me? Baby, feel the pain in me. And I never let you go, go away. Ja, klingt wirklich großartig und ist echt radiotauglich, wird auch viel gespielt im Radio, bei uns, bei Radio Wien zum Beispiel. Ganz außerordentlich. Ja. Den Löffel schlägst du ab oder gibst du mal in die Hand? Oder verwendest, ja, du kannst natürlich denselben Löffel verwenden, würde ich schon sagen. Ja? Oder? Ja. Okay, gut, ich mag es so, dass man es nicht sieht. Wie sieht es denn aus mit deiner Tourplanung? Ihr seid natürlich viel im Jahr unterwegs. Wir sind sehr viel unterwegs, jetzt ist gerade im Planung die Dezember-Tour, die Rockin' Christmas-Tour mit dem Chor von Elvis. Ja. Freut es mich ganz besonders. Die Italiener nennen es jetzt Shopping and Rocking. Es gibt ein Konzert in Mailand. In der Shopping Mall oder was? Nein. Also ganz normales Konzert, aber Weihnachts-Shopping in Mailand irgendwie. Ja, es ist nicht mir eingefallen, sondern denen finde ich eine gute Idee. Mhm. Habe ich das jetzt weggenommen? Nein. Also, ich habe sozusagen für die Toast schon was eingefüllt. Ja, und natürlich die Januar-Tour mit der Presley Band ist gerade in Vorbereitung, wobei wir ein kleine Changes gemacht haben im Line-Up. Es wird heuer dabei sein, die Holiday Sisters. Sehr interessant, weil die haben 1969 alle berühmten Hits, die Elvis damals aufgenommen hat, Suspicious Minds in the Ghetto etc., im Studio aufgenommen. Und der sozusagen Rock'n'Roll an sich ist für dich, so wie für Elvis, auch ein Lebenselixier? Kannst du ohne Musik überhaupt leben? Nein, ich singe die ganze Zeit für mich hin. Ja, dann los. Ich habe meine Gitarre nicht mitgebracht. Beim Kochen vielleicht, oder? Das wäre doch mal nett. Ja, ich singe die ganze Zeit. Ich kann nicht anders, aber das ist halt so. Ja, das ist ja letztendlich auch, es gibt ja nichts Schöneres, als Musik zu machen. Ja, absolut. Was ich zuerst noch vergessen habe zu erzählen, im Januar ist sogar dabei, und das ist wirklich eine Freude, eine echte Presley, Elvis Cousine haben wir mit auf Tour, die Donna Presley, die ist in Graceland aufgewachsen und kennt ihn halt natürlich seit Kindheitstagen. Ja, klar. Und die wird dabei sein, die setzt mir dann mit auf die Bühne bei der Unplugged-Show, vor allem man sie erzählt hat, dann einfach Geschichten, wie das halt so war mit ihm. Aus dem Nähkästchen. Das freut mich schon sehr. Also die näherste noch lebende Verwandte noch Lisa. Die es überhaupt gibt. Es ist natürlich großartig, mit diesen Menschen zusammenzukommen. Ist auch eine Legende, ein Mythos, die nie sterben wird im Sinne von jeder, der Musik macht, kommt an Elvis nicht vorbei, wenn er mal Gitarre. Aber ist ja beim Radio auch so. Weil ich glaube, wer ist der meistgespielteste Oldie sozusagen? Ich glaube, das ist Elvis mit Abstand. Ja, glaube ich auch. Ja. Also vielleicht kommen dann gleich die Beatles. Aber in Summe, glaube ich, ist es Elvis. Dennis, also auch wenn du es lieber mit Hühnchen gehabt hättest, hättest du mir übrigens vorher sagen können. Dann hätte das Rezept nicht gestimmt. Stimmt. Aber ich glaube, sie sehen recht köstlich aus. Das schaut sehr lecker aus und sehr farbenfroh. Ja, und wenn wir sie jetzt noch da... Schön, ich habe es natürlich wieder mit der stumpfen Seite gepinnt. Einmal schön zusammenpinnen. Und das nächste Mal, wenn du wieder kommst, nimmst du bitte eine Gitarre mit und dann machen wir Cooking and Singing. Nein, ich komme im Dezember mit den Imperials, mit dem Chor vom Elvis. Die werden nämlich werden Burger kochen mit dir, falls wer ein Burgerrezept einschickt. Dann schicken wir selber eins ein. Dann schicken wir selber. Ja, die singen und kochen. Ja, großartig. Dreistimmig. Heute bei uns zu Gast Dennis Chael am Elvis Presley Todestag. Es gibt niemanden, mit dem man schöner über Rock'n'Roll und über Elvis Presley plaudern kann. Dennis, ich danke dir, dass du bei uns warst. Wir werden das gleich kosten, gemeinsam. Und also besser gesagt, ich werde es kosten für dich. Ich schau dir ins Gesicht. Und werde dir dann sagen, wie es schmeckt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mahlzeit.